Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir. Ich bin Gnichnet. Ja, ich habe hier mal nebenbei ein bisschen Forge Iron gecraftet. Oder craften lassen. Bleib doch mal offen, bitte. Ja, damit wir uns hier eine Fire Axe craften können. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, wir werden jetzt schnell rüberlatschen. Und uns den Airdrop holen. Dafür nehmen wir uns die Yucca. Wow, hier möchte ich aber nicht unbedingt runter. Das war knapp. Ja, wir haben Splint, aber wie wir wissen, ist der nicht gerade günstig. Also müssen wir den nicht für jede Gelegenheit aufopfern. Ja, für unsere Ausdauer haben wir nochmal die Yucca-Sachen. Können wir uns nochmal gönnen. Unterwegs können wir ja noch ein bisschen Yucca sammeln. Hallo Schwein. Oh, das wäre jetzt ideal. Nein, 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 nein. Wir haben nicht allzu viel Zeit. Es ist 18. Nein, auch die Federn. Aua! Die Federn lassen wir sein. Nur Yucca. Machen nur Yucca. Das. Aua. Ich renne aber auch mitten rein. Ich bin wirklich kakteenblind. Kann man sagen. Ich bin kakteenblind. Es ist eine ganz, ganz schlimme Krankheit. Seven Days Spielern. Die bildet sich durch ja, zu viel Seven Days Spielen. Und ja, das ist wie gesagt die chronische Kakteenblindheit. Ganz, ganz böse, sage ich euch. Also, wenn ihr da reingeratet, es gibt auch kaum Heilungsmöglichkeiten. Also, ganz, 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 ganz schwierig. Und ja. So, hier, habt ihr gerade gehört, der Hase da drüben, der hat auch zu viel gespielt. So, jetzt futtern wir uns hier mal schnell wieder. Die Stamina hoch. Schwierig, schwierig, schwierig. Knüppel in der Hand. Und da ist der Airdrop. Ja, wer hätte es gedacht, es ist nur Schrott. Aber jetzt geht's ab nach Hause über einen kleinen Schlenker da zum Wasser. Und dann haben wir schon wieder eine Nacht, in der wir eigentlich nichts tun können, weil wir nichts haben. Ich sollte mir mal angewöhnen, die Nächte vorzubereiten, ne? Also ich glaube, das macht halt auch die guten Seven Days Spieler aus. Die, aua, aua. Die denn wirklich einen Plan haben. Oh ja, jetzt ist Tag sowieso um so und so viel Uhr. Ich muss dran denken, dass ich nachts noch was tun kann und nicht untätig dastehe. Dass das halt eine genutzte Zeit wird. Ich muss da anfangen, mehr Gedanken drüber zu machen. Und ich sollte nicht aufhören zu laufen, ich sollte mehr essen. Aber ich habe gleich keinen Hunger mehr, das ist mein Problem. Ach hier, wer kennt sie noch? Die ersten drei Blöcke? Im Tunnelwald. Ich würde ja ganz gerne noch ein bisschen Thumbnails machen oder so, ne? So ein Kakteenwald ist ja schon... Komm, das machen wir jetzt auch so. Kakteenwald im Sonnenuntergang mit der Stadt im Hintergrund. Ist schon hübsch. Aber wir müssen uns trotzdem sputen. Wir haben noch ein paar Gläser zu füllen und es ist bald 22 Uhr und dann laufen die und dann machen die Aua, also die Zombies die und das ist nicht gut, das ist nicht gut. Hallo, ich gehe dann da weiter, okay, wenn es dir recht ist.
Gut, das war's dann mit Essen. You are not hungry. Gut, habe ich verstanden. Kann ich mit um? 16 leeres Wasser. Ah ja. Schwierig. Schwierig. Kaffeesamen. Boah, das ist. Kaffeesamen, komm, weg. Mir egal. Einmal voll machen und weiter. Müssen uns jetzt sputen. Bisschen Durst haben wir noch. Wir könnten gleich noch mal was trinken. Gut, hiervon können wir auch nichts aufheben. Wir sind einfach voll. Ja, sehr gut. Nochmal schön die Aufmerksamkeit von den drei Zombies da auf mich gezogen. Das ist ideal. Das sollten wir aber schaffen, bevor wir. So weit ist es nicht mehr. Bitte Ruhe. Danke. Holz haben wir dabei. Richtig. Ja. Also wir können hier weiter hacken. Ja, und so macht das doch schon gleich ein bisschen mehr Spaß hier. So, jetzt müssen wir erstmal was trinken. Ausdauer und so. Wie gesagt. Immer schön zusehen, dass die oben bleibt, sonst hat das keinen Zweck mehr. Man macht keinen Schaden, man kriegt da nichts mehr raus. Aber mit der Ausdauer, da komme ich auch nicht weit mit. Naja, sammeln wir hier nochmal ein bisschen Stein. Ich habe keinen Platz für Stein. Leute. Ich habe nur Mist. Was? Warum habe ich nur Mist hier? Bringt das Geld? Es geht so. Hätte ich gleich da lassen können. Hier, komm. Das kann ich mir neu machen. Baum weg. Ob ich nochmal auf 100 Leben hochkomme? Also 100%, also 104 Leben, das wäre schon echt eine coole Ausnummer. Ich sag nur, ich bin ein bisschen schwach. Muss ich gleich mal für sorgen, dass hier ein bisschen mehr Licht rankommt. Okay, dich lasse ich denn doch da, wo du bist. Das Stündchen neulich nach Hause ist so ein bisschen enge. Nein, eng jetzt nicht, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt Zombies auf mich ziehen, wenn ich jetzt nach Hause renne. Dass die mir jetzt schon das Haus kaputt kloppen. Da, ich sehe schon. Sehr gut. Heimat! Und ja, vielleicht. Was könnten wir heute Abend machen? Eisen haben wir verbraten. Steine haben wir nicht. Wir könnten oben die Steine vielleicht mal ein bisschen auseinandernehmen. In der Nacht. Um so den Dachrand abbauen. Das tauschen wir wieder. Zack. Hinauf. Sehr gut. Daheim. Ach, ist das schön. Ist das schön. Haben wir hier irgendwo schon Öl reingepackt? Wir hatten kein Öl, das kannst du mir nicht erzählen. Hier ist auf jeden Fall Duct Tape. 200, ganz ehrlich, das war wieder anderthalb Bäume oder so. 200 Holz ist. Wir müssen wirklich mal eine Farming-Folge machen. Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Tut mir leid. Vor allem, wenn ich mal gucke, heute ist Tag 4.
Und wir brauchen noch Spikes. Wir brauchen wirklich noch Spikes. Ach, hier haben wir Stoff. Guck mal. Ja, genau. Ich erinnere mich. Holztier-Zeugs kommt hier hin. Nein. Press ist hier. Das haben wir noch. Ja, das Forge Iron behalte ich. Das behalte ich. Jetzt nehmen wir mal diese Eulen-Dinger. So, jetzt mal strukturiert. Ihr kommt da rein. Ja, ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum da so wenig Coins noch sind. Ich habe mir hier 5T gekauft gehabt. Gut für die Wellness. Hier plus 0,2. Und hat halt hier so einen Cooling-Effekt. War nee, auch sehr angenehm, weil ich da hinten die ganze Zeit nur so am Stöhnen war. Und Tuni-Not. So, hier kommt so ein Zeugs rein. Und Waffen. War schon eine Kiste für Waffenteile? Nee, ne? Nee, ne? Schmeißen wir das doch erstmal hier mit rein. In die Küche. Wo sonst? Also eigentlich ja ins Klo. Da gehört es ja schließlich auch hin. Das ist ja jetzt hier oben, oder? Ne, hier oben haben wir keine Toilette. Leider. Sonst hätte ich es ins Klo legen können, ja, natürlich. Wo legen wir jetzt Öl hin? Öl hat eigentlich nirgendwo so eine Aufenthaltsberechtigung. Den Schießhaufen, den packen wir hier. Wo haben wir denn da, ne? Da, ja genau, hier. Zum Rotten Flesh. Wird ja später Fertilizer draus, glaube ich. Also Dünger halt. Bottled Murky Water. Können wir auch kochen. Sehr schön. Können wir direkt. Haben wir da noch genug? 3 Minuten. Koratzen. Mach mich Wasser. Dann haben wir hier Bullet Casings. Finde ich auch sehr schön. Nehme ich mit. Papier kommt hier rein. Jucca. Nee, nicht Jucca, Aloe. Jucca war hier. Nee. Was sind ja denn hier Seeds? Kommen hier hinten hin. Die Eier können da noch rein. Das behalte ich. Die beiden. Ja, könnte ich auch behalten. Das behalte ich. Fackel behalte ich. Splint auch. Schaufel auch. Moldy Bread. Tea. Ja, wo packen wir das olle Öl hin? Das haben wir jetzt die ganze Zeit. Wenn man nicht los. Neues Messer müssen wir uns noch machen. Das ist wichtig, damit wir, wenn wir noch mal auf Viehzeug treffen, dass wir dann zumindest die Chance haben, das auseinanderzunehmen. Ich würde sagen, das Öl kommt erstmal hier hin. Ich glaube, das macht erstmal da unten Sinn. Dann verkrümel ich mich nach hier oben und stelle hier einfach meine Fackel hin und klopfe dann einfach mal hier oben ein bisschen Steine. Ich weiß, es ist nicht allzu produktiv, aber es skillt Athletics und wir kriegen halt Steine und wir brauchen langsam ein paar Steine, damit wir unsere 18 Pfeile da ausbessern können. Und das finden wir gut. Das finden wir gut.
Sache noch hin. Ich sehe gerade, ich habe meine Folgennummern falsch gemacht. Ich wollte gerade sagen, das passt ja gar nicht überein hier. Ich schreibe mir ja nebenbei hier schon meine Titel auf. Damit ich nicht vergesse, was so Lustiges passiert ist. Yep. Also ich muss sagen, mit so einer Steinaxt, das geht, ne? Also wenn man sich das da unten mal anguckt. Denn, also da drüben, da ganz drüben, naja. Die Ausdauer, die fällt gar nicht so schnell runter. Das, also mit der Steinaxt geht das schon. 14 Steine, ey, das lohnt echt null. Absolut gar nicht. Möcht mir aber hier in der Hütte keinen Keller bauen. Ha. Komm, einen Stein machen wir kaputt, dann kann ich hier wenigstens mal vernünftig hoch und runter. Aber dann ist Schluss. Nur an, war nicht Schluss. Das hätte ich nicht gedacht, dass da so wenig Steine aus so einem Betonteil rauskommen. Also, na gut, vorher hatte ich null, ne? 20 Steine aus 300.000 mal kloppen? Weiß ich nicht. Tag 5. Ich würde morgen dann erstmal Steine und... Steine kloppen und Dingsbumsens machen, drehen, verhätscheln, hier Holz hacken. Ah genau, da brauchen wir nochmal Plant Fibers für. Das ist sicher machbar. Bald schon wieder Tag. Bald ist wieder Tag. Es geht eigentlich so schon wieder, ne? Für euch ist das, glaube ich, immer noch ein bisschen dunkel. Na, ist schwierig zu sehen, ob das bei euch auch noch in Ordnung ist oder nicht. Die machen wir mal wieder aus. Sehr schön. Wasser können wir wieder hier oben abladen. Das wollte ich jetzt Plant Fibers, ne? Die sind hier. Und Holz haben wir auch nicht. Das ist hier. Und dann können wir unser Steinchen kaputt machen. Dahin, hinter uns. Gut, dass wir keinen Schatten werfen. Achso, ja. Zack, zack. Scrap. Ja, wie gesagt, dann machen wir morgen halt Holz und Steine. Und dann würde ich mir einfach mal das Haus da... nebenan vielleicht preparen. Vielleicht können wir uns ja hier so einen Überweg schaffen, aber ich glaube, dafür ist die Spannweite zu weit. Aber ja, wenn wir hier oder das da, das ist nicht so ganz so dicht bei uns dran, nehmen wir das Haus, dann zerklopfen sie uns das hier nicht. Holen wir uns morgen da noch die Bäume weg. Genau. Da die Bäume und die Steine weg. Verschanzen uns denn zur Tag 7 Horde da drin. Das sollte ja nicht so wild sein. Ja, da brauchen wir auch noch Woodframes außenrum, ne? Also. Wird nicht wenig. Ach ja, das war ein Laden. Und Loot müssen wir auch noch. Da vorne müssen wir die Tankstelle auseinandernehmen. Ja, wir haben viel vor. Ganz, ganz viel vor und schaffen nichts. Aber wenn ihr sehen wollt, wie viel wir wirklich schaffen, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Das wäre dann der Donnerstag. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid. Ich bin da und bis dahin viel Spaß.